Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rot. Wir befinden uns hier im Moment noch auf Route 11, war das glaube ich. Da waren wir auch in der letzten Folge schon unterwegs, haben hier schon ganz viele Trainer besiegt, wie man sieht. Die sprechen uns nämlich nicht mehr an mit so lustigen Ausrufezeichen. Und am Steuer sehen wir gerade Alex. Na moin! Es geht direkt los gegen ein Habitag. Ein Habitag. Wir testen direkt mal Dictree aus. Boah, Dictree ist neu, oder? Richtig, am Ende der letzten Folge hat sich ja das Dictree spontan entwickelt, auf Timos Frage hin, wann es das denn tut. Ja, das war... Das passte ganz gut. Und Dictree haut hier richtig rein mit Kratzer. Kratzer ist ja eigentlich eine schwächere Attacke. Ja, aber Schaufler kann ich ja jetzt nicht machen. Das ist ja ein Flug-Pokémon. Oh ja, stimmt. Und da hat Schaufler ja keine Wirkung. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Boden-Pokémon. Keine Bodenattacken gegen Flug. Haben wir den hier? Ja, den hatte ich schon. Oh. Alles vergessen. Also, was war jetzt der Plan? Was machen der wir? Der Plan war jetzt, wir laufen nach links, weil wir, wenn wir rechts nach rechts laufen, nicht weiterkommen. Da ist nämlich ein schlafendes Pokémon. Und das müssen wir wohl aufwecken, damit wir vorbeikommen. Und jetzt sind wir wieder in Orania City. Zu erkennen an der orangen Farbe. Orangenen Farbe. Ja, ich gehe erstmal ins Pokémon Center, weil das Medbow ja nicht ganz fit ist, beziehungsweise es hat keine Attacken mehr bei der Konfusion. Und dann heilen wir jetzt erstmal. So, alles wieder topfit. Das freue ich mich natürlich. Okay, und was machen wir jetzt hier in der Stadt? Gehen wir wieder aufs Schiff oder wollen wir woanders erkunden? Was meinst du? Also, von oben kommen wir, nach links können wir nicht weiter, da ist nämlich Wasser. Nach rechts können wir auch nicht, weil da schlafende Pokémon sind. Und nach unten kommen wir zum Schiff eigentlich. Oder zum Wasser. Gehen wir zum Schiff, oder? Ja, würde ich zum Wasser, zum Schiff gehen. Wir sind nämlich immer noch auf der Suche nach dem Zerschneider. Der hilft uns dabei, auch zur Pokémon-Arena von Orania City zu kommen. Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? Mitulex zeigt das Bootsticket. Großartig, willkommen auf der MSN. Ja, der hat uns wohl vergessen, wir waren ja schon mal hier. Ja. So, und dann haben wir hier irgendwie, haben wir hier schon alles abgegrast, oder? Oder nicht? Ne, wir haben irgendwo angefangen, ne, in der Mitte. Wir haben irgendwo angefangen, ja. Ich gehe einfach mal hier hin und... Hallo Opa! Psst, ich bin ein Geheimagent. Psst, ich verfolge das Team Rocket. Aber sag niemandem was. Er will nicht kämpfen. Stimmt, er hatte letztes Mal auch irgendeinen Buchstaben dabei. Wollte er uns nur andrehen. Und Sandra hat das aber nicht gestört. Ja, das waren, glaube ich, mal Trainer. Ja? Dann haben wir das doch alles schon fertig. Ja, ich würde trotzdem nochmal... willst du nicht reingucken? Ich weiß nicht, irgendwo haben wir Schluss gemacht. Weil Smetbo dann nicht mehr so fit war und dann sind wir wieder vom Schiff runter. Da bin ich mir nicht sicher... Oh, apropos, wollen wir mit Smetbo erstmal weitermachen oder sollen wir... Ach, du kannst auch ruhig mit Dictree. Dictree haben wir jetzt gerade neu, also hat sich gerade entwickelt. Ich glaube, hier haben wir aufgehört. Das kann sein, ja. Das heißt, wir haben tatsächlich fast alles hier auf der Ebene. Oh ne, den haben wir auch noch. Sei immer nett zu deinen Pokémon. Ja, den haben wir wohl auch schon. Da waren wir schon ganz schön fleißig. Nicht schlecht. Okay, hier kann man nach... unten. Ich gucke mich jetzt einmal um, bevor ich irgendwo hinlaufe. Mach das mal. Ja, falls sich unsere Zuschauer fragen, warum wir so ahnungslos sind und keine Ahnung haben, was wir hier gemacht haben und was nicht, das liegt daran, dass wir in einer neuen Aufnahmesession sind und in den letzten Wochen eigentlich eher Trine gespielt haben. Richtig, also hier geht's nach oben und hier bleiben wir auf der gleichen Etage. Ich glaube, das nehmen wir mal. Ah... Das sieht doch so nach Mensa oder sowas aus, oder... Wie heißt das auf dem Schiff? Kombüse? Oder so. Heißt das so? Ja. Ich habe einen seltsamen Ball im Müll gesehen. Im Müll? Was Wo ist denn hier der Müll? Ich will den haben. Aus dem Weg, du Leichtmatrose! Wir sind schwer beschäftigt! Der will kämpfen! Ich bin der Chef! Du Cuisine! Der Hauptgang ist Lachsfilet, eine kulinarische Köstlichkeit sondergleichen. Da ist ein Mülleimer oder sowas. Da ist ein Mülleimer. Boah.
gemacht. Superball. Haben wir da schon welche oder haben wir bis jetzt nur Pokebälle? Ich glaube, wir haben bis jetzt immer nur Pokebälle gehabt. Pokeball, 9 Stück. Und ein Superball. Das heißt, das ist unser erster Superball. Den können wir uns ja mal aufsparen, falls wir hier mal wilde Pokémon finden, die wir unbedingt fangen wollen und die sonst mit Pokébällen nicht einfach so fangbar sind. Es gibt zu viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Okay, ich denke, die Küche hier war für den Superball da wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube, hier ist nichts mehr weiter. Okay, dann wollen wir erst nach oben oder erst nach unten? Oh, ich würde hier jetzt links einmal Treppe nehmen. Okay, und wer bist du? Ey! Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer und ich. Also und wir und Mitolex. Wir sind, glaube ich, nicht eingeladen gewesen, haben aber so ein Ticket irgendwie bekommen. Ey! Er will auch nicht kämpfen. Aha. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Ah! Das ist der, den wir gesehen haben. Jo, das ist er, glaube ich. In der letzten Folge, ein Relaxo. Dann erzähl uns mal, wie wir den jetzt aufwecken. Ja. Er sagt nichts mehr dazu, ne? Er sagt nur, er hat noch nie so ein verschlafenes Vieh gesehen. Das ist ja toll. Wieso kämpft denn jetzt hier keiner? Ich dachte, hier sind nur geladene... Aha! Nur geladene Trainer. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Das scheint ein Wassertrainer zu sein. Ein Angler. Ein Wassertrainer, das ist, glaube ich, oha. Na, viel Glück mit Dicktrieb. Meinst du, das ist nicht gut? Weiß nicht, also ich glaube, Wasser ist ganz gut gegen Boden. Also wenn jetzt Goldini... Ich schaufel den weg. Goldini mit einer Aquaknarre ankommt oder so, dann... Wir verlassen uns ja immer darauf, dass wir mit einem höheren Level den anderen Pokémon dann ein bisschen überlegen sind, selbst wenn wir einen Typnachteil haben, so wie jetzt gerade. Ja, aber das... Solange die keine Wasserattacken einsetzen, ist das alles gut. Ansonsten müssen wir mal sehen, wie das aussieht. Wir haben ja noch Supertränke dabei. Richtig, haben wir gerade gesehen. 5 Supertränke im Gepäck. Ja. Damit sollten wir erstmal ganz gut ausgerüstet sein. Dicktree macht sich ganz gut bis jetzt. Ja, schaufelt sich seinen Weg hier durch. Bisschen einseitig vom Kampf her, aber... Sehr effektiv zumindest. Okay, das war's für mich. Tschüssi. Aber er hat ja noch so einen coolen Kollegen da. Und da liegt irgendein Item. Im Wettstreit mit der Jugend bleib ich jung. So, so. Opa möchte kämpfen. Ja. Gentleman möchte kämpfen. Gentlemen waren die, die sehr viel Geld immer nach dem Kampf übergelassen haben, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir gemerkt, dass die Spieler gar nicht schlecht sind. Aber wenn jetzt die Gentlemans auch gut sind. Aber so ein Pikachu ist natürlich super klasse, ne? Das geht runter wie Öl da, die Lebensanzeige. Wunderbar. Zack, der müsste auch so irgendwas über 1000 geben, glaube ich. Ja, 1610, sogar noch mehr als die Spieler. Top-Äther. Ein Top-Äther. Was macht das? Ich glaube, das füllt die AP auf, also die Attackenpunkte oder so. Das heißt, eins unserer Pokémon könnte dann, falls es keine Attacken mehr hat, mit dem Top-Äther wieder fit gemacht werden. Ansonsten muss man für sowas ja immer zum Pokémon-Center rennen. Und ja, ich stelle mich hier mal. Oh. Pokémon können Büsche mit dem Zerschneider kleinhaken. Das haben wir uns schon gedacht. Ich habe schon Leute auf Pokémon übers Wasser gleiten sehen. Aha. Guck mal, hier erfährt man schon mal, was einem so später im Spiel wohl noch für Features angeboten werden. Was magst du lieber? Starke oder seltene Pokémon? Ich glaube, ich stehe eher auf seltene. Ich glaube, ich auch.
Wobei die seltenen auch oft sehr stark sind, oder? Ja, meistens, ne? Ich glaube ja. Habe ich ja gut gewechselt hier zum Smetbo. Ich hatte einfach eben mal gewechselt, damit das nicht so langweilig ist, wenn die ganze Zeit hier das Dictry kämpft, sondern einfach mal ein bisschen Abwechslung. Und dann kommt direkt Smetbo gegen ein Fukano. Das war natürlich so nicht geplant. Aber ein Level-Up ist natürlich auch immer sehr schön. Eine neue Attacke. Psystrahl. Was meinst du? Sollen wir das lernen? Ja, ich glaube schon. Das ist, glaube ich, eine gute Sache, weil wir sonst nur als Angriffsattacke Konfusion haben und wir haben tatsächlich noch hier Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen. Ich würde zum Beispiel sagen, dass wir entweder Schlafspuder oder Stachelspore loswerden, weil die ja beide den Status verändern und nicht gleichzeitig eingesetzt werden können. Okay, was meinst du, was wir davon eher weniger brauchen? Ich denke, Stachelspore ist fast besser, oder? Meinst du echt? Ich hätte gesagt, Schlafpuder ist besser. Wir können ja Xing Shang Chong machen. Wollen wir Xing Shang Chong machen? Ja, machen wir schnell mal Xing Shang Chong. Okay. Xing Shang Chong. Oh, ja, ich habe verloren. Also Timo hat gewonnen. Das heißt hier, warte mal, nicht Schlafpuder anklicken. Ich muss jetzt Stachelspore anklicken. Hättest mich fast gehabt. Nein, okay. Ja, wir haben gerade wirklich Xing Shang Chong gemacht. Jawohl, Psystrahl. Psystrahl ist auch eine weitere Psychoattacke. Timo möchte natürlich nicht wechseln. Oh, ein Ponita. Wir stellen uns mit dem neu gelernten Psystrahl, den Ponita. Boom. Sieht aus wie ein Kamehameha. Bisschen, ja. Oh, oh. Oder die Schockwelle der alten Ahnen. Ich weiß nicht, ob Psystrahl oder Konfusion besser ist, aber... Ich glaube, Psystrahl ist besser, es hat auf jeden Fall weniger AP. Das stimmt, dann benutze ich mal Konfusion. Nehmen wir einfach an, dass es ein bisschen schwächer ist, ich weiß es nicht. Konfusion wurde ja auch früher gelernt, also müsste Psystrahl ja besser sein. Oh, der hat nicht ganz so viel gegeben. Also immer noch über 1000, das war immer noch viel, aber... Wo warst du, als die Party lief? Welche Party? Weiß nicht, vielleicht war ja an Bord eine Party und wir waren nicht da. Bestimmt nur, weil wir weggelaufen sind wieder vom Schiff. Wir sind ja runter, haben wir Party verpasst und jetzt wieder rauf. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Oh. Joa, Smetbo räumt auch einfach ab. Alles ganz locker. 270. Ist jetzt das Geld nicht so dicke? Wie, ein Sonderbonbon. Das ist schon unser zweiter, oder? Das kann gut sein. Ich glaube, wir hatten schon mal einen. Ah, hier möchte wieder jemand nicht kämpfen. Hast du die Safari-Zone in Fuxania City schon besucht? Es gibt dort sehr seltene Pokémon. Ah, cool. Mein Papa war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Ich glaube, die gehören zusammen, ne? Ja, das klingt so. Wahrscheinlich der Papa. Die Safari-Zone sehen wir, glaube ich, auch noch irgendwann. Aber sind wir noch nicht weit. Können wir ja gucken, wenn wir in Fuxania City sind. Wo? Der Kapitän war kreidebleich. Er sah schlecht aus. Oh. Was ist mit dem Kapitän los? Viele Leute werden leicht seekrank. Also dem Kapitän scheint es schlecht zu gehen. Oh. Oh. Doof, Mann, ey. Doofmann sagt, sieh an, Mitolex. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Mitolex. Hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen sogar. Boah. Nicht nur gesehen. Ich glaube, wir haben 40 verschiedene gesehen oder so, ne? Vielleicht. Na gut. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in hohem Gras. Ja, danke für den Tipp. Er gibt uns auch noch Tipps. Ja. Ja, toll.
wir haben noch nicht rausgekriegt, wie man Pokémon fangen kann. Ja. Aber wir haben diesmal eins mehr parat. Stimmt, wir sind mit 5 gegen 4 unterwegs. Das ist bestimmt gut. Wobei wir haben auch nur 4, die tatsächlich irgendwie kampffähig wären. Ja. Also unser Marcel ist, glaube ich, nicht so gut. Okay. Sein Tauboga war das nicht letztes Mal schon auf Level 19? Ne, letztes Mal war 18, oder? Weiß ich nicht genau. Aber wir versuchen hier mal erstmal mit Schlafpuder ihn einzuschläfern und jetzt Psystrahl drauf. Das weckt ihn bestimmt nicht auf. Nee, so ein Psystrahl merkt man doch im Schlaf gar nicht. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein so schläfriges Pokémon wie dieses Tauboga gesehen. Ja, Tauboga hat den neuen Rekord im Schläfrigsten, glaube ich. Radikal, der war der letztes Mal auch schon da? Das letzte Mal haben wir ja an der Nuggetbrücke gegen Doofmann gekämpft, wenn ich mich recht entsinne. Und da hatte er das Tauboga und ich glaube das Radikal auch schon. Und okay, da war Tauboga auch sein Pokémon mit dem höchsten Level. Das hat uns gewundert. So, bis jetzt läuft's ja ganz gut. Möchtest du auch einen Teil des Kampfes übernehmen, Alex? Ach, mach mal ruhig. Ja, okay. Renn mal ruhig durch mit deinem Smetbo, das ist eigentlich ganz cool. Jetzt wird's gerade interessant, weil wir jetzt mit Psycho-Attacken gegen einen Psycho-Pokémon kämpfen werden. Oh, ja, schaffen wir das? Weiß ich nicht. Ich mache jetzt erstmal... Was soll ich machen, ne? Superschall? Mal ausnahmsweise. Probier mal, ja. Oh, einfach Superschall. Gucken, was passiert. Ah ja. Kadabra ist verwirrt und... Er benutzt Teleport. Das ist ja schlau. Teleport bringt, glaube ich, im Kampf nix und es bringt, ist eine Terrain-Attacke. Also das heißt... Das macht irgendwie, dass man aus dem Kampf flüchtet, oder? Ja, genau. Ui. Volltreffer, na gut. Nicht effektiv, aber schon mal die Hälfte abgezogen, gar nicht schlecht. Und er macht weiter. Hilft uns ein bisschen, dankeschön. Das könnte reichen, oder? Hat gereicht, sehr schön. Ja, Smetbo macht das alles. Smetbo ist gut trainiert. Wir haben ja vor der letzten Folge ein bisschen trainiert. Und jetzt kommt aber der große Brocken, Shillock. Nein, ich möchte nicht wechseln. Oh, ein Level 20 Pokémon. Da machen wir mal Schlafpuder. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr trainiert als Doofmann zwischen der Nuggetbrücke und diesem Schiff hier. Unsere Pokémon sind ein bisschen... hochleveliger. Wir sind ja auch noch letzte Folge über Route 11 extra gelaufen und haben da noch ein bisschen gelevelt, bevor wir hier auf dem Schiff weitergelaufen sind. Das war wirklich, wirklich gut. Jo. Und da haben wir Doofmann direkt wieder das nächste Mal besiegt. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Oh ja. Da hat er recht. Und er gibt uns weniger als der Gentleman. Alles klar, dankeschön. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann mal besuchen. Ciao. Ja, das machen wir doch glatt. Aber ich würde sagen, nicht mehr in dieser Folge... Das müssen wir dann auf die nächste Folge verschieben. Dann besuchen wir mal den alten, seekranken Mann und schauen mal, ob er einen Zerschneider für uns hat oder uns sagen kann, wer den hat. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.